Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen bei einem weiteren Red Bull Test hier auf dem Kanal. Ich nenne ihn das schon offiziell so, mit 3 in Folge. Heute schauen wir uns den Red Bull Sugar Free an. Ihr habt es im Thumbnail auch wieder schon gesehen. Ja, nach dem Red Bull Original und dem Red Bull Zero ohne Zucker und ohne Kalorien schauen wir uns jetzt den Red Bull Sugar Free an. Ich bin auf die Unterschiede zum Red Bull Zero gespannt. Ohne Mist. Hier gefällt mir, ist farblich mein absoluter Favorit. Ich finde, das hätten sie im Original geben sollen. Oh, ich liebe es, dieses Hellblau. Ich bin eh so ein Babyblau, Hellblau, Himmelblau-Fan. I love it. Wirklich mit Taurin belebt Geist und Seele. Sonst alles gleich. Nur haben wir noch den Sugar-Free-Schriftzug. Und hier haben wir eben nicht stehen ohne Kalorien, sondern nur ohne Zucker. Ja, okay. Aber woher sollen sonst Kalorien kommen? Das heißt doch automatisch dann. Egal, wir kommen gleich dazu, ich bin gespannt. Ja, Rückseite hergestellt und vertrieben von der Red Bull GmbH am Brunnen 1 in 5330 Fuschel am See. Schöne Grüße an alle aus Fuschel am See. Ah, einer meiner Lieblingsorte bisher auf dem Kanal, geil. Ich freue mich da immer wieder auf was Neues. Am besten eiskalt, haben wir auch hier natürlich wieder. Red Bull Sugar Free Niacin und Vitamin B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie einem normalen Energiestoffwechsel bei. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen, wie wir es auch schon kennen. Sorry, so Texte, die wir schon mal hatten, die werde ich immer schnell vorlesen, weil das macht dir sonst keinen Sinn. Wir haben einen Energy Drink mit Süßungsmitteln und einem erhöhten Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen. 32 Milligramm auf 100 Milliliter. Also in allen Red Bulls ist wirklich gleich viel Koffein drin. In moderaten Mengen konsumieren. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich habe die Dosen jetzt nicht mehr hier. Stand es beim anderen auch da? In moderaten Mengen konsumieren. Ist echt wichtig. Sehr gut. Cool, dass Sie es draufschreiben. So, wir haben eine Nährwertdeklaration pro 100 Milliliter. Also Nährwertangaben wie 100 Milliliter. Kommen wir direkt jetzt dazu. Wir haben einen Energiewert von 13 Kilojoule bzw. 2 Kilokalorien. Also bei 3 Kilokalorien, das wollte ich ja gerade sagen. Also bei 2 Kilokalorien schreiben sie ohne Kalorien oben hin und bei 3 Kilokalorien ist das jetzt wieder so die Welt oder was? Also bin ich mir noch nicht ganz so koscher mit dem ganzen Zeug. Fett haben wir 0 Gramm, davon gesättigte Fettsäure 0 Gramm, Kohlenhydrate haben wir 0 Gramm, davon Zucker 0 Gramm, Eiweiß 0 Gramm, Salz 0,1 Gramm. Erwischt. So, Vitamine haben wir hier auch wieder wie in den anderen Niacin 8 Milligramm, Pantothensäure 2 Milligramm, Vitamin B6 2 Milligramm, Vitamin B12 2 Mikrogramm. Ich bin gespannt, ob der Geschäftsführer von Red Bull oder der CEO oder irgendein von den ganz, ganz oben, Vorstand etc., ob die Red Bull trinken privat oder wie viel oder falls ja, wie viel, sagen wir es so. Würde mich ja recht hier interessieren. Sonst mehr Wertangaben, ja, ich finde es halt immer noch diesen ohne Kalorien, ohne Zucker, 2 Kilokalorien, 3 Kilokalorien, finde ich geschmarrig, so bin ich ganz ehrlich. Aber naja, kommen wir jetzt zu den Zutaten und dann zur Gesundheitsnote. Wir haben als Hauptzutat Wasser. Sehr gut schon mal. Dann haben wir Säuerungsmittel Zitronensäure direkt wieder als zweites. Schon mal gar nicht gut. Dann haben wir Kohlensäure als drittes, Taurin als viertes mit 0,4%. Säureregulatoren haben wir auch wieder Natriumcarbonate und Magnesiumcarbonate. Okay, also die ersten 1, 2, 3, 4, 5 Zutaten sind genau gleich wie beim Zero. Okay, ich check's immer noch nicht. Aber schauen wir mal weiter. Als Süßungsmittel haben wir statt Stevioglycoside und Sucralose haben wir jetzt und Acesulfam K haben wir jetzt Acesulfam K und Aspartam. Oh Mann, ich finde es halt sad, dass ich das testen muss. So für euch, schau, alles eure Schuld. Ich kann doch gar nichts dafür. Und mir so ein Schrott reinpfeifen muss. Aber ja, ich muss. Das ist mein Lebensjob. Koffein haben wir 0,03%. Okay. Wie bei den anderen auch, glaube ich. Ne, ja. Vitamine haben wir Niacin, Pantothensäure, B6, B12, Aromen und nicht natürliche Verdickungsmittel, Xanthan, kein Geschmacksverstärker, finde ich cool. Und als Farbstoffe auch hier wieder Zucker, Couleur und Riboflavine, enthält eine Phenylalaninquelle. Okay, sagt mir jetzt gar nichts aus dem Stegreif, aber schreibe ich natürlich dann dazu. Okay, bin jetzt mal gespannt. Boah, am Ende, ja, Aspartam und so, Acesulfam allein, das ist ja schon Gift, was ich jetzt nämlich reinkipp. Für euch. Spaß. Wir machen das Ganze auf. Oh, wenn man keine Nägel hat und dann hier die ganze Kacke aufmachen muss. Also, auf wohl. Optisch natürlich, gar nicht zu viel hier. Optisch natürlich, genau wie die letzten. Schaut aus wie Apfelsaft. Schaut aus wie Urin.
Und Rainer. Leute, aufs Wohl. Ich wünsche euch was. Gesundheitsnote, alter Falter. Gibt's hier eine 5 minus? Der letzte habe ich eine 5 gegeben, aber da hatten wir doch kein Aspartam. Und Aspartam, ey, also ich, alle Süßungsmittel, ne, kann man echt drüber streiten. Meist alle sind schlecht, oder fast alle sind schlecht, meiner Meinung nach. Aber Aspartam, also wirklich, also schlimmer geht's ja nicht gefühlt, ne. Naja, so. Aufs Wohl. Genau, 5 minus Gesundheitsnote. Und jetzt riecht wie die anderen auch. Man schmeckt. Auch hier sehr gut hingekriegt. Ich frage mich, warum sie einmal wirklich der einzige Unterschied, außer die eine Kilokalorie, Entschuldigung, sind, ja, dass da Aspartam ist und da andere Süße. Ich check's halt nicht, Leute. Bitte, Red Bull, schreibt mir in die Kommentare. Gibt es da Leute, die sagen, ja, wir wollen Zero Sugar, aber nur mit Sucralose und Stevia-Glycoside? Oder und gibt es Leute, die sagen, ja, wir wollen nur Zero Sugar mit Aspartam? Hä? Also, ey, ich liebe Red Bull, ne? Die Firma, die Marke, das Marketing, die Marke an sich, alles super, aber erklärt mir da mal die Logik. Ja, Geschmacksnote. Ich finde es jetzt weder besser. Doch, geschmacklich ist das Aspartam holt ein bisschen was raus. Weiß nicht, ob es jetzt Einbildung ist. Ich bilde meine, schmeckt noch ein bisschen besser. Deshalb gebe ich hier zwischen dem originalen Red Bull und dem Red Bull Zero eine 2 plus. Es schmeckt schon gut, das kann man nicht verneinen. Aber gibt auf jeden Fall meiner Meinung nach Besseres. Leute, das war's mit dem Video. Absolut keine Empfehlung. Auch hier keins der Red Bulls empfehle ich, ist ja klar. Ich werde sie auch nie wieder trinken. Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Und wir sehen uns beim nächsten Testprodukt. Wenn es vielleicht einen anderen Energy Drink gibt. Aber das sehen wir dann, Leute. Immer schön happy bleiben, niemals aufgeben und Finger weg von dem ganzen Scheiß. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.